Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Robin Nostrafo und nach langem Hin und Her habe ich eine Entscheidung getroffen, von der ich euch jetzt überzeugen möchte, die ihr doch betroffen seid. Besonders einer von euch. Doch ich war ein Ziel auf sie. Do the nice speed, nice speed. In your heart do it. Give me that nice speed, nice speed. We know how to show it. Seit ich dich getroffen hab, lieber Jan Böhmermann, machte sich eine Erkenntnis breit. Wie lang man eigenes Haar noch Frisur nennen kann, ist nur eine Frage der Zeit. Dein Blick in den Spiegel sagt dir, ich hab recht. Ich weiß, der Schmerz ist wirklich groß. Doch ne Glatze steht dir sicher gar nicht so schlecht. Komm, lass endlich los. Gönn dir den Nice Peter, Peter. Wie du do it. Für den Nice-Speeder, Nice-Speeder, ein kahler Fernsehauftritt. Oder bist du Scheiß-Speeder, Scheiß-Speeder? Olli macht sicher auch mit. Und Charlotte Roach und so, alle machen mit, die haben da Bock drauf, Mann. Im Zweifel wächst es gleich wieder Denk mal ökonomisch. Verkauf es an den Meistbieter. Das ist nicht wirklich komisch. So Charity-mäßig oder sowas wäre doch voll geil, oder? Und dann alle Fleißtweeter. Twitter diesen Lurch. Und vielleicht zieht er, leicht zieht er die Sache endlich durch. Oder hast du keine Eier? Aus Stahl. An alle, die ich jetzt überzeugen konnte, bei mir mitzumachen, tut es auch. Tut euch einen Gefallen und schickt es an den guten Jan. Hashtag #CutForBömi. Wie ihr seht, kann man sich mit diesem simplen wie genialen Haircut durchaus blicken lassen. Also er ermuntert den guten Jan, es uns gleich zu tun. Schickt ihm eure Glatzen oder fremde Glatzen und sagt ihm einfach, wie toll es ihm stehen würde. Jan, gönn dir diesen Haircut. #CutForBömi. Niemand sollte sich für Haarausfall schämen müssen und es hinter einer Perücke verstecken müssen. Und Nazis sind schon lange nicht mehr an ihren Glatzen erkennbar, also lasst uns diese Frisur wieder salonfähig machen. Danke für eure Mithilfe. #CutForBömi. I look like a wife beater, wife beater. Was hab ich getan?